Hier unter unseren Füßen lagern die deutschen Atombomben aus dem Zweiten Weltkrieg. 151. Die deutsche Atombombe doch geschaffen haben. Ist ein amerikanischer Bericht, dass sich dort eine unterirdische Fabrik befinden sollte. Also auch hier wieder eigentlich groß. Da steckt. Und die ist jetzt nicht gerade niedrig. Bohrarbeiten stattgefunden haben. Es kommen tatsächlich immer mehr Fragen auf, aber es kann mir auch niemand Antworten liefern. Eine anonyme Person bei uns hat uns von einem Stollensystem erzählt. Hier soll Radioaktivität anliegen, also radioaktive Strahlung in diesem System sein. Sollen sie längliche und teilweise quadratische Strukturen aufzeigen, bei Graben, bei den Kiesarbeiten, auf Fundamentstücke gestoßen sind. Ich in der Kneipe zu, wollte mit mir alleine sprechen. Ich sag, jo, können wir machen. Den Ort zeigen, an dem die erste Atombombe der Welt gezündet wurde. Unsere zuverlässige Quelle aus Deutschland teilt mit, die Deutschen haben in Thüringen zwei Explosionen mit großer Kraft durchgeführt. Enorm heller Blitz nachts gezündet wurde. Also kleine Fenster, da gibt es eine ganz interessante Geschichte zu. Älteren Leute sitzen, also Zeitzeugen oder Leute, die Zeitzeugen kannten, um da so ein bisschen Recherche zu betreiben über das Jonastal. Und unten in diesem Tunnel liefen Leitungen, also der ist eine Staatssicherheit, ne? Ministerium für Staatssicherheit. Ne? Ja. Der SS-Soldat ihm wohl diese Schreibmaschine überlassen, diese riesige Menge an Fliesen tatsächlich. Ja. Ging das Gelände so abfällig nach unten, sagt er, und dann hat das nicht lange gedauert und dann waren wir schon in einer Stollenanlage drin. Wir stiegen dann drei Stockwerke hinab. Dort unten war es stockfinster. Uns wurde gesagt, dass es noch zwei weitere Stockwerke gäbe. Und haben um die 2000 Leute gearbeitet und egal, wen man noch in Arnstedt gefragt hat, nie hat ein Arnstedter dort gearbeitet. Rochus Misch war der Leibwächter und Telefonist vom Führer gewesen, dem Thema Atombombeweis. Und Hitler selber sagte, es gibt Forschung und die soll vorangetrieben werden, aber er will sie niemals einsetzen. Sie ist wie eine Kopie unserer Bombe. Oder unsere ist die Kopie. Stollen minus 1 sein, ja? Richtig, weil da vor dem Stollen 1 nach heutigen Maßstäben. Also 8 Meter geht's runter und in 8 Metern Tiefe hat man Beton gefunden. Wo ist denn der Abraum gelandet? 5 Meter weiter und kommen zu diesem Ding, was baugleich ist, mit dem hier, mit dem Holzdeckel und mit der Decke verschlossen, wo Erde drüber war. Deswegen hat es keiner von uns hier gefunden. Also ein professioneller Schacht und es geht auch nicht gerade. Das Jonastal zwischen Arnstadt und Krawinkel. Um diesen sagenumwobenen Ort ranken sich viele Mythen und Legenden. Obwohl alle Unterlagen über dieses Bauvorhaben verschollen oder unter Verschluss sind, erzählt man sich, dass hier ein neues und streng geheimes Führerhauptquartier errichtet worden sein soll. Auch von unterirdischen Rüstungsanlagen wird berichtet. Das seit Kriegsende verschollene Bernsteinzimmer soll hier gelagert sein. Auch der legendäre Goldzug wird hier vermutet. Gerüchte machen sich breit, dass hier noch heute deutsche Atombomben aus dem Zweiten Weltkrieg in einer unterirdischen Fabrik liegen sollen. Und Hobbyforscher wollen dafür sogar Beweise gefunden haben. Auch von unterirdischen Laboren für Kernforschung bis hin zu einem unterirdischen Atomkraftwerk ist die Rede. Die erste Atombombe der Welt soll hier zum Ende des Krieges getestet worden sein. Zeugen wollen dies beobachtet haben und auch rätselhafte Erkrankungen der Anwohner soll es gegeben haben. Und SS-Ärzte sollen die erkrankten Anwohner untersucht haben. Als das Deutsche Reich dem Kriegsende nahe war, sind die US-amerikanischen Streitkräfte mit aller Macht nach Thüringen und insbesondere in das Jonastal vorgestoßen. Wussten die Amerikaner um die Bedeutung des Jonastal? Warum sind bis heute die Unterlagen unter Verschluss? Erst neulich wurden Dokumente für weitere 50 und 70 Jahre gesperrt. SS-Obergruppenführer Hans Kammler hatte die Planung und die Baumaßnahmen unter sich. Und der Ingenieur Karl Fiebinger plante den Bau im Jonastal. Der Ingenieur, der nach dem Krieg durch das Projekt Paperclip in die USA verbracht wurde und dort die Geheimraketenbunker erbaut hat. Auch englische Spezialeinheiten operierten im Jonastal. Ein Angehöriger dieser Einheit soll Ian Fleming gewesen sein, besser bekannt als Autor der James-Bond-Filme. Hat Fleming hier im Jonastal die Anreize für seine Filme bekommen? Ich mache mich auf den Weg in das Jonastal. Ich arrangierte Interviews, traf Experten und Forscher, unterhielt mich mit Anwohnern, die wiederum mit Zeitzeugen gesprochen haben.
Immer mehr Erkenntnisse kamen zusammen. Weitere Fragen wurden aufgeworfen. Einige Anwohner führten mich zu immer rätselhafteren Orten. In den 1990er Jahren, nach der Wende, begann dort das Zeitalter des Wilden Westens, wie Anwohner diese Epoche nennen. Da die Besitzrechte und Zuständigkeiten ungeklärt waren, sahen viele Schatzsucher und Hobbyforscher ihre Chance gekommen und stürmten regelrecht das Jonastal. Sie gruben tiefe Löcher und Stollen und sie wurden tatsächlich fündig. Auch Bohrungen wurden unternommen. Privatpersonen und Stiftungen aus Israel suchten dort nach Schätzen und Hinterbliebenen. Sie hinterließen noch mehr Fragen und Berge von unbezahlten Rechnungen. Eine Geschichte wurde mir immer wieder erzählt. Anwohner berichteten zu Kriegszeiten, dass es dort fertige unterirdische und städteähnliche Anlagen gäbe, die sogar mit Parkett, Teppichböden und gefliesten Wänden versehen sind. Die Stollenanlagen sollen bereits im Krieg vollendet gewesen sein. Auch die Sowjets und NVA-Offiziere berichten über Tunnel- und Stollensysteme. Ein sowjetischer Offizier soll nach der Wende und kurz vor seinem Abzug gesagt haben, ihr werdet euch noch wundern, wo der Strom für diese Anlagen herkommt. Forscher sind sich sicher, dass die ersten Atombomben Little Man und Fat Boy hier von den Amerikanern erbeutet und in die USA verbracht worden sind. Die Partei Die Linke haben eine Anfrage zu den Bohrungen im Jonastal an den Thüringer Landtag gestellt. Aber warum mauern deutsche Behörden und verbieten weitere Bohrungen? Hat man Angst vor radioaktiver Verstrahlung und die dadurch verbundenen Kosten für die Dekontaminierung? Ist die Bundesrepublik Deutschland in Kenntnis, was sich dort unten befindet? Warum erhalten Forscher an den von ihnen lokalisierten Stellen keine Bohrgenehmigung, sondern 30 Meter entfernt? Warum werden kurz vor Bohrbeginn die Genehmigungen entzogen und alle Arbeiten gestoppt? Dienten die heute bekannten Stollenanlagen nur als Tarnung für eine viel größere und streng geheime unterirdische Anlage, die in der Lage war, sich selbst mit Strom und Energie zu versorgen? Folgt mir auf eine spannende Reise zu dem Geheimnis Jonastal. Also ich bin heute im Jonastal unterwegs. Wir schauen uns die Stollenanlagen hier an, sagen umwoben wie alles Mythen und Legenden des Dritten Reiches. Ich habe mir dazu genommen einen Lokalhistoriker und Heimatforscher, den Ralf, der kennt sich hier aus. Er führt mich exklusiv durch diese Anlage und kann mir ja Sachen erklären, aber die Antworten fehlen leider auch. Vielleicht erzählst du einfach mal was über die Anlage. Wo sind wir? Was ist es? Was war es? Was könnte es gewesen sein? Weiß man es überhaupt? Also wir sind südwestlich von Arnstadt im sogenannten Jonastal, eine alte Heerstraße. Das Jonastal wurde erst vor 100 Jahren erschlossen mit einer Straße und wir befinden uns zwischen Arnstadt und Ortruf. Ortruf ist bekannt für einen Truppierungsplatz, der auch bereits über 100 Jahre alt ist. Und dort fanden hier im Jonastal Bauarbeiten im Dritten Reich statt, so gegen Ende des Krieges. 1944 wurden diese Stollen, in denen wir uns hier befinden, reingetrieben. Das Jonastal hat uns letzten Endes nach dem Krieg mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben. Mittlerweile gibt es so viele sagenumwobene Spekulationen über das Jonastal, wo wir uns hier befinden, vom Bernsteinzimmer, kolossale Umlagerung des Dritten Reiches an wertvollen Gütern. Das soll hier eingelagert worden sein, sagt man sich. Also ich kenne die Mythen und Legenden. Hier wird Goldfieber ist hier ausgebrochen, Goldgräberstimmung. Und dann sind hier alle hin, also Bernsteinzimmer, der Goldzug, habe ich gehört. Ja. Ich war ja schon in Polen, im heutigen Polen, im Eulengebirge, im Projekt Riese. Du kennst es auch, dir ist bekannt, du warst da auch unterwegs. Da wird ja auch der Goldzug vermutet und hier wird der Goldzug vermutet. Und auch das Bernsteinzimmer, das hat man, kam ja auch auf, dass es in Riese auch vermutet wurde. Ne? Und die neuesten Spekulationen sind und auch Tatsachen, die wohl dafür belegen, laut Bodensonar, dass sogar Atombomben hier eingelagert worden seien oder bombenähnliche Körper gefunden worden. Ja, von deutscher Seite aus, also aus dem Dritten Reich tatsächlich. Da gibt es Georadarmessungen, also ich habe mich da mit dem Ralf schon drüber unterhalten und auch, wir haben schon nicht Zeitzeugen befragt, aber Leute, die mit Zeitzeugen damals geredet haben. Also hier sind viele, viele interessante Sachen. Von der Atombombe, hier gibt es Bereiche, die sollen noch strahlen. Hier soll die erste Atombombe getestet worden sein in Thüringen, ne, in dem Bereich hier.
und. Also es ist ein spannendes Thema und finden wir Antworten? Können wir alles klären? Ich hoffe es irgendwann mal. Irgendwann mal, ist schwierig. Die Amerikaner haben bereits die Jonas-Teil-Akten wieder unter 50 Jahre unter Verschluss getan. Erneut 50 Jahre noch unter Verschluss. Das heißt, auch bald in 50 Jahren könnten wir eventuell Glück haben, dass diese Akten freigegeben werden, dass wir eventuell die Bestimmung und was hier damals sich wirklich abgespielt hat, erfahren werden. Aber es ist fraglich, ob in 50 Jahren das nicht nochmal verlängert wird. Ne? Richtig. Ja. Vom Aufbau her, es ist auch bedeutend, sagt man ja, sehr bedeutend, was hier passiert ist, genau wie in Riese. Aber die Dimension hier im Vergleich zu Riese, du kennst Riese, ich kenne Riese, Projekt Riese, vergleichbar mit dem? Nee, wesentlich geringer. Der Bau, der lief auch erst ab Herbst 44 und April 45 stand der Amerikaner bereits hier im Jonastal. Mhm. Somit sind alle Stollen hier unvollkommen. Und ist alles rudimentär, ja. Aber es ist deutlich größer als in Riese. Von dem Umfang her ja. Also von den reinen Stollen, Deckenhöhen, also die Ausmaße viel größer als wirklich das Projekt Riese. Also hier hatte man bedeutendere Sachen geplant. Was sollte es denn letzten Endes sein? Das Führerhauptquartier oder einfach nur eine Untergrundverlagerung für Rüstungstechnik? Mein Bauchgefühl wäre einfach nur Einlagerung und Rüstung. Rüstung, ja. Für Führerhauptquartier ist das zu untypisch. Ja. Auch wenn es immer wieder Spekulationen gibt, dass da hindeutet, weil Thüringen Schutz und Trutzgau war. Ja. Und ja, die ganze Elite des Dritten Reiches sich zurückziehen wollte nach Thüringen. Dass man gesagt hat, der Führer findet hier Unterschlupf. Richtig. Ja. Deswegen kann zwar wieder dafür sprechen, aber in dem Ausmaß und in der Größe braucht man keinen Führer. Also es ist egal, was wir machen, es ist alles spekulativ, weil es gibt, die Originaldokumente sind unter Verschluss. Genau. Alles, was man hier sagt oder was hier drüber erzählt wird, ist spekulativ, weil es keiner weiß. Richtig. Eigentlich wissen wir nur eins, dass es sehr wichtig ist. Weil die Amerikaner sind wie eine Speerspitze nach Ottro vorgestoßen. Das war für die wichtiger als Berlin. Die haben alles andere liegen lassen, die wollten hierhin, richtig. Die wollten Ottro, Jonastal, Thüringen. Ja, man wollte hier unbedingt hin. Okay, wir schauen uns mal um, wir begehen jetzt mal die ganzen Stollenanlagen, gucken uns alles an und ich bin gespannt, was wir so finden. Genau, und ich gehe vor. Ja. So, hier sehen wir ja nun den Stollen, sogenannten Stollen 1 bis 12. Die sind auf der Aufnahme hier sehr schön deutlich sehbar. Und man sieht erstmal, wie kahl damals der Hang war gegenüber heute. Ja. Und hier sieht man eindeutig das Stollensystem. Wir sind in Stollen 6 rein und hier ist der Querstollen. Da sind wir durch. Die rot markierten Sachen sind alles bereits befestigte, also Beton. Ja. Und hier oben ist dieser Zwischendurchbruch, wo schon wo die dritte waren, Ebene genau. Von Querstollen geplant genau, wo hinten dann rechts abging. Ne? Ganz genau. Und dieser Stollen, der hier rechts abging, soll nämlich bei den Stollen 14 hier oben rauskommen. Dieser ist bereits schon zu tief vorgetrieben worden. Ja. Man sieht, man kann es ja wirklich nur ahnen, wo die Verbindungen herrschen sollten. Ja, ja, es sieht genau danach aus. Also Stollen bis 13, 13 bis 15 ist nicht mehr zugänglich, richtig? Richtig. Hier sieht man Stollen 16 bis 20. Ja. Die waren bis vor ein paar Jahren noch zugänglich. 16 bis 25 sogar. Nee, 16 bis 20. Ach so, da, ja. Gut, ich habe oben drauf geguckt. Und ja. War, damals noch zugänglich, hat man aber verplombt. Mhm. Und die 21 bis 25, die hat wohl der SS gesprengt und seitdem ist da nie einer wieder drin gewesen. Also kein Amerikaner, kein Russe, keine Also Bundeswehr. 1945, ja. Drittes Reich, Soldatenwehrmacht, SS raus und nie wieder einer rein. Ganz genau. Also keiner weiß, was da drin ist. Genau. Und so hat es damals mal Stolleninnenansicht dann ausgesehen. Richtig. Nach dem Kriege. Ne? Die Übersichtskarte nochmal im Ganzen. Und dann haben wir die Stollenpläne 16 bis 25. So hat das damals da ausgesehen, nach dem Krieg. Die Kompressorstation, diese befindet sich hinter uns. Das ist die Kompressorstation. Da standen die Kompressoren, da gucken wir gleich auch mal. Die Reparaturwerkstatt. Die Pumpennische, da waren wir eben, richtig, ist die das? Ja, so sah es aus. Die Stollen nochmal 1 bis 12, was hier vor war, also das Schienensystem. Dass man hatte tatsächlich auch das Gestein rausfördern können, das Denkmal und die Gedenkstätte. Also wir sind jetzt hier am Fuß des Berges, wo die Stollen einzeln reingehen. Erklär doch mal, wie war denn das hier aufgebaut? Also wir befinden uns jetzt direkt auf dem Niveau der Stollen. Ja. Hier ist er stilisiert dargestellt. Ja. Hier vorne begannen die Stollen. Ja. Und auf diesem Niveau wurden sie reingetrieben. Ja. Und die Russen haben nach dem Krieg den halben Berg weggesprengt, um die Stollen nicht zugänglich mehr zu machen. Ja. Aber also natürlich ist das Gestein quasi runtergerutscht und hat die Eingänge versperrt. Genau. Ja. Und man sieht direkt topografisch, wo hier, wie viel vom Berg letzten Endes fehlt. Ja.
Ja, richtig. Das ist einiges. Und das hat man einfach nur dargestellt, um zu zeigen, das war Stolleneingang Nummer 5. Hier ging es damals früher rein, 1944. Wir haben bei uns in Arnstadt einen Jonastal-Verein, der über ABM und andere Maßnahmen das hier alles verwirklicht hat. Ja. Wie ein Lehrpfad ist das aufgebaut und dass man sich damit beschäftigen kann. Alles klar. Es gibt auch direkt ein Vereinshaus, wo sie eine Ausstellung haben über das Jonastal. Okay, alles klar. Hier befinden sich dann die restlichen Stollen. 1 bis 4 vorwärts. Ja, und hier kommt man tatsächlich auch noch ein Stück rein, aber das sind 10 Meter, wenn überhaupt? Das sind maximum 10 Meter. Maximum 10 Meter und dann das Ende. Also diese hat man gar nicht so weit reingetrieben. Warum hat man das nicht? Weiß man das? Weil die relativ fortgeschritten sind und hier nur so wenig? Ich weiß nicht, warum manche Stollen länger sind oder welche Priorität hatten. Ja, weil eigentlich sagt man ja, man fängt mit 1 an. Also müsste 1 eigentlich den weitesten Bauabschnitt haben normalerweise, ne? Die Nummerierung der Stollen stammt aus der Nachkriegszeit. Ach so, das stammt von Hobbyschatzsuchern, sage ich mal, stammt alles so aus der Nachkriegs- oder Nachwendezeit. Okay. Weil normalerweise hätte man auch von Arnstadt aus mit 1 nummerieren können und nicht von Krawinkel aus. Ja, okay. Also das ist alles willkürlich. Also alles willkürlich, nicht auf Fakten basierend, sondern irgendwer hat gesagt, pass auf, Stollen 1, fertig. So ja, alles klar. Also, hängt. Achso? Oh, hab ich. So, dann fahren wir jetzt mal den ersten Stollen. Und von diesem Stollen gibt es Verbindungsstollen zu den anderen Stollen, dass wir einfach mal alles sehen. Also der Einstieg ist wieder abenteuerlich, aber das macht es ja gerade aus. Wir gehen jetzt gleich da mal zusammen rein und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich unten. Schauen wir mal, das geht. So, sind wir schon drin. Jetzt geht es tatsächlich ein Stück runter. Da geht es jetzt ganz tief runter. Ja, ja. So, schon sind wir im Stollen, das hier noch sehr beengt. Ich gehe jetzt mal aus dieser Engstelle hier raus und dann sehen wir uns gleich im größeren Bereich. So, jetzt sind wir unten. Mein lokaler Führer ist schon hier und unten kommt tatsächlich nochmal eine Engstelle, ist sehr glatt hier. Weil hier tatsächlich noch Wassereinbruch ist. Und dann haben wir tatsächlich noch eine Engstelle. Und dann sollten wir irgendwann im Berg drin sein. Ist wirklich nicht breit hier. Ja, ja, so passt das. Boah. Also es ist sehr beengt hier. Ja. Aber auch nur am Anfang. So, und jetzt wird es deutlich größer. Meine Jungs kommen durch. Also es ist sehr, sehr beengt. Ihr seht das, der Ralf kommt jetzt da durch und da ist er auch schon. So, und jetzt wird es, wie man sehen kann, deutlich größer. Rein. So, und jetzt haben wir hier schon einen Stollen mit einem relativ großen Ausmaß. Jetzt folgen wir mal unserem Lokalhistoriker, weil er kennt sich in diesen Anlagen gut aus und er führt uns... durch diese Anlagen durch. Oh. Ja, also große Hallen. Echt nicht klein. Und in alle Richtungen wieder. Also hier ist schon Stahlbeton, richtig? Richtig. Das ist der einzige Querstollen von Stollen 6 bis Stollen 12. Und das sind schon befestigte. Aber da gibt es nicht viel von, ne? Ich glaube, maximum ein Viertel von den vorgetriebenen Stollen sind hier befestigt worden. Okay. So, dann haben wir hier auch wieder eine Versprengung. Ist das eine Versprengung? Oder ist es auch wieder versprengt? Wer hat hier rumgesprengt? Die Sowjets, ne? Ach ja, da führen noch Schienen raus. Also da haben wir noch Schienen. Die kommen hier aus diesem Stollen quasi raus. Und enden unter der Versprengung. Beziehungsweise hier haben sie ja noch vorgetrieben. Man sieht die ganzen Bohrlöcher überall. Ach ja, da sind noch Bohrlöcher, genau. Also tiefer geht der Stollen hier nicht. Ja. Richtig. Und was wir hier sehen, das haben alles Hobbyschatzsucher sich selber mal rausgegraben. Ach so, das war gar nicht da? Nee. Okay. Dann die sich alle mal so rausgetragen. Ja.
Ja, aber ist dann auch, also dann haben sie Schienen schon mal bis dahin gelegt, weil ja, da weiter abgebaut werden soll. Ja, transportiert wird. Ja. Hier sieht man ja überall die Löcher. Ja. 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 Ja, wenn du guckst, also es ist nicht klein hier drin, ne? Schienen gebogen als Deckenstütze. Ach ja, das sind Eisenbahnschienen, genau, gebogen als Deckenstütze. Weil Rohstoff war knapp, ne? Ende des Krieges. Ja. Und wie man sieht, ist es auch der billigste Beton, der hier geschaltet wurde. Ja. Also sowas von grob und... Die Frage, ob das Dritte Reich für eine angeblich so wichtige Anlage wie ein Führerhauptquartier solch einen minderwertigen Beton, zudem ohne Moniereisen, verarbeitet hat, darf sich jetzt jeder selber stellen. Ist es nicht wahrscheinlicher, dass hier nur ein Tarnobjekt aufgefahren wurde, um von einem wichtigeren Bauwerk abzulenken? Auch die Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte, Ingenieure und die Leitung unter SS-Obergruppenführer Kammler lassen darauf schließen. Zeugenaussagen von riesigen unterirdischen Anlagen, die bereits Mitte des Krieges vollendet gewesen sein sollen, und die gesperrten Unterlagen der Alliierten untermauern diese Theorie. Viel Zeit gehabt und wie man sieht, sind hier die Decken auch hohl von der Schalung her. Ja. Die Wände abgeklopft und überall, wo sie meinten, es ist hohl, haben sie natürlich hier, wie hier aufgebrochen, aufgehackt. Mal reingeguckt. Reingeguckt. Ja, die hatten 40 Jahre Zeit, gell? Ja. Jetzt sind wir im Stollen 7. Also in welchen Stollen sind wir rein? Stollen 6. In Stollen 6 sind wir rein und jetzt sind wir in Stollen 7. Ja. Hier geht es theoretisch raus, wenn es die Russen nicht versprengt. Also das wäre ein Ausgang, der versprengt worden ist, ja? Ja, der ist zugesprengt, sieht man. Wassereinbrüche. Jetzt sind wir auch wieder auf einer Versprengung. Ne? Oder meinst du, war das einfach ein Verbruch? Das ist auch durch die Sprengung resultierend. Ne? Das kann schon mit runtergekommen sein, bei Sprengung. Ja, also wir laufen quasi über die Versprengung, das wird hier runtergekommen sein. Und es ist ja auch alles schweineglatt wieder. So, und ihr seht das, wie groß diese Halle tatsächlich auch ist. Hier oben habt ihr noch Holz, Munierung kommt noch raus. Also es ist nicht klein hier drin. Das ist auch wieder der Eingangsstollen, Eingangsbereich sozusagen. Ne? Und man wollte in diese Richtung quasi da weitermachen. Ja. Wir haben die beste Position gesucht, um hier rüber zu laufen. Und noch Schrott rum. Holz. So, jetzt sind wir wieder, also hier endete der Stollen, richtig? Richtig. Bis hierhin hat man vorgetrieben, also nicht tief rein. Ja, was ist das damals gewesen? 50 Meter? Ja, 50 Meter. Ja. Ja, also man ist nicht in die Richtung nicht weitergekommen. Also der Krieg hat die, oder das Kriegsende hat die Bauarbeiten eingeholt. Und man hat die Stollen aber untereinander verbunden. Aber es gibt Bereiche, die sind wesentlich, gehen wesentlich tiefer in den Berg rein, richtig? Ja, korrekt. Hier haben wir auch noch Holz, wo das mit abgestützt wurde. Also ganze Baumstämme. Man sieht halt noch die Astlöcher, wo die Äste durchkamen. Die einfach genommen, gefällt, bearbeitet und ja, hier einfach verbaut. Also hier sieht man auch nochmal den
den ja, minderwertigen Beton. Also so hat man nur zum Ende des Krieges gebaut. Vorher war das natürlich wesentlich besser. Ne, oben ist auch noch Holz drin. So, und jetzt müssten wir in Stollen 8 kommen, richtig? Genau. Ja, auch wieder zugesprengt. Ja, exakt. Prinzip, also ganz viele Stollen nebeneinander und dann halt in den Berg rein. Ne? Genau. Ja. Die übliche Bauart, also das ist ja nicht einzigartig hier, so hat man ja oft gebaut. Genau. Aber die Sprengung könnte nicht dicht sein, weil hier drin herrscht Wetter. Ja. Ganz ja. Hinten, wenn du ein Streichholz anmachst, auch so flackert. Ja, hier merkt man auch, dass ein Luftzug geht. Genau. Ne? Also Wetter hat man hier drin auch. Also es ist immer noch belüftet. Ich Da ist dann wahrscheinlich auch wieder Ende, ne? Da ist natürlich wieder Ende. Guck mal hin. Irgendwo steckt auch nämlich noch ein Bohrer, aber die halten ja noch größer. Ja, ach so. Ja, das ist ja hier schon. Auch wieder riesiger Verbruch. Also hier ist auch wieder ein riesiger Verbruch. Das ist Kalksandstein. Kalksandstein hier, riesiger Verbruch, was damals mit runtergekommen ist. Da hat sie sich oben ja, das ganze Stück hier gelöst und ist dann halt hier runtergekracht. Wahrscheinlich im Rahmen der Sprengungen der Pioniereinheiten der Sowjets. Es gibt Vermutungen, dass die Stollen hier drin sogar gebrannt haben müssen. Weil es so schwarz ist. Richtig, weil alles schwarz. Ach ja, alles, was schwarz. Runtergefallen ist, auch so, ist bis heute noch hell. Ja, das ist hell und stimmt. Und das ist schwarz, also geht man da, tatsächlich sagt man, es hat gebrannt, soll Feuer gelegt. Okay. Interessant sind natürlich jetzt hier die Bohrlöcher zur Seite hin. Ja. Ja, aber da kann ja auch sein, dass man die gemacht hat, weil man da oben Stützen hätte einziehen wollen. Ja. Für eine Laufkarte beispielsweise oder irgendwas. Ja. Ne? Oder um natürlich die Decke abzustützen. Dass man sagt, da kamen diese Rundbögen rein. Ne? Das ist natürlich auch möglich. Also wissen tut man das alles nicht. Aber das ist ja schon eine riesige Halle hier, ne? Ja. Also, das ist ja wirklich groß. Boah. Wie hoch ist denn das? 4 Meter? 5 Meter? Ja, ne? 4 Meter hat das. Ja, stimmt. Das ist alles schwarz, ne? Aber vorne der Beton ist alles schwarz. Ja. Seitenlos dran rumzukriegen. Der bleibt hell. Ja. Das ist eigenartig, ne? Und hier, die Leute, das ist alles Hobbyschatzsucher, die immer mal ja. glauben, was zu finden. Also der Goldzug wird hier vermutet, also richtig? Ganzstein, eigentlich war es noch Ganzstein. Ah, okay, aber Goldzug kam auch auf. Das ist irgendwie auch schon immer neu. So, also wir gehen jetzt von Stollen 8 in Stollen 9, richtig? Ja. Jawohl. Durch einen Querstollen. Durch einen Querstollen, ja. So, das ist jetzt Stollen 9, quasi das Mundloch, wo es nach draußen geht. Das ist der Bereich. Da haben die gesprengt wieder mal und da kann man richtig schön sehen, wie das Gestein hier zusammengesackt ist und in den Stollen rein. Und man sieht auch wieder schwarze Wände und das Gestein, was man gesprengt hat, ist immer noch in der hellen Farbe. Also es hat sich auch... Ja, 1945 wurde es gesprengt, richtig? Ja. 1945 gesprengt, seitdem hat sich das nicht verändert. Aber das andere Gestein ist nach wie vor schwarz und das neue Gestein nicht. Es geht aber hoch, ne? Ja, aber kommst du nirgendwo raus. Ne, also wir gehen da jetzt mal hoch, weil dieser Ausgang, der sollte eigentlich gerade nach da gehen. Also Niveau, wo wir reingegangen sind. Aber es geht da aus Gründen nach oben und den gehen wir dann mal nach und gucken, wo es da hingeht. Welche Luft ist hier? Hier ist Wetter. Hier ist Wetter? Ja. Bisschen, ja. Boah, das ist ja riesig. Das ist ja eine Kathedrale.
Aber hier ist Ende, ne? Da vorne ist Ende und eine Spalte. Dort wird wahrscheinlich die vom Schiff herkommen. Dort muss ich nicht rausgehen. Nee. Ja, hier ist jetzt Ende. Also jetzt stehen wir hier. Wie immer das zustande kam. Also das ist wirklich irre. So, da geht es dann weiter in Stollen 10. Jetzt sind wir in Stollen 9 und hier haben wir wieder auch abgebrochen von der Decke, hell und direkt die schwarzen Bereiche. Ja, also es ist alles schwarz, außer die 9 Verbrüche, die sind hell geblieben. Also das hat davon jemand mal eine Probe genommen, was es war? Ist dir nicht bekannt, okay. Also auch hier wieder eigentlich groß, da steckt der Bohrer noch drin, der ist mittlerweile verbogen. Das ist ein Bohrer, den haben sie stecken lassen. Und da hinten wird wahrscheinlich wieder Ende sein, da hat der Vortrieb gestoppt. Das ist wirklich auch groß. Hier passen 2 LKWs nebeneinander. Ja, und hier passt ganz gut ein großer Waggon rein. Also ein Zug könnt ihr auch locker reinfahren. Von der Deckenhöhe und von der Breite ist das überhaupt gar kein Problem. Also es ist recht groß. Und hier stehen wir wieder an der Abbruchkante. Also hier ist Ende. Hier hat der Vortrieb gestockt. Da kam das Kriegsende. Hier die Bauarbeiten eingeholt. Zu sagen? So. Hier sehen wir noch einen bedeutend besseren Zustand der Stollen vom Bau her. Man erkennt nämlich deutlich noch, wo die Schwellen lagen. Ja. Das waren 2 Schienen, rechts und links. Rechts und links, okay. Und davon rechts und links, von dem Bahndamm aus, waren Entwässerungsgräben. Ja, das Wasser wurde dann quasi hier drüber abgeführt. Ne? Ja. Also hier ist so eine Vertiefung, da lag eine Bahnschwelle drin. Ne? Hier ist die nächste, so geht's. Also man kann es wirklich noch erkennen. Ne? Okay, danke. Also nochmal, hier haben wir erstmal ein Bohrloch wieder, ne, genau wie da. Und das Schwarze wieder. Und wenn wir jetzt da rangehen, mein Finger ist schwarz. Ruß. Richtig? Ja. Also man kann wirklich sagen, es hat wahrscheinlich gebrannt. Oder wo sollte der Ruß sonst herkommen? Richtig. Ne? Man müsste eigentlich mal eine Probe davon nehmen. Da kann man bestimmt nachweisen, was gebrannt hat. Ne? Aber hier war ja eigentlich nichts drin. Das war im Rohbau. Was soll hier brennen? Ne? Das ist eigenartig. Das ist ganz eigenartig. Wie gesagt, das ist, man wischt drüber. Jetzt hier gerade nicht, aber hier sind Stellen, da wischt man drüber und hat wirklich pechschwarzen Finger danach. Also richtig Ruß, wie man es kennt. Was verursacht so einen Brand? Genau, was verursacht so einen Brand? In der Größe. Vor allen Dingen alle Stollenanlagen sind ja, oder alle Stollen sind betroffen. Das sind ja nicht nur die ersten paar, das sind wirklich alle. Was verursacht wirklich so eine starke Verrußung und die gesamte Anlage ist betroffen? Ne? Also es muss überall, weil ein Feuer, wenn es durchzieht, ja gut, es ist ein Tunnelbrand. Klar, sicher, durch die Luft und so wird das sehr heiß. Aber was brennt hier unten? Was war hier drin? Bis jetzt nur Roharbeiten. Ja, genau. Jetzt weiß man nicht, hat das damals vielleicht noch das Dritte Reich hier irgendwas in Brand gesteckt? Oder haben die Sowjets hier irgendwas angezündelt? Das weiß man nicht. Ne? Das ist unbekannt. Das ist unbekannt. Also es gibt immer noch sehr viele Unbekannte zu diesen ganzen Einrichtungen. Ja, wenn man sich mit dem Jonastal befasst, da findet man viel mehr Fragen als leider Antworten. Ja. Ja, auch eines der letzten Geheimnisse des Dritten Reiches. Okay, danke. So, wir sind jetzt in dem Bereich, da hat es aufgehört, also bis dahin wurde der Stollen vorgetrieben. Das ist Stollen Nummer 10. Und hier liegt auch noch Schrott aus der damaligen Zeit, unter anderem eine Lore. Was befindet sich denn hier? Wie man hier sieht, sind die Bauarbeiten plötzlich abrupt eingestellt worden und wie fluchtartig wurde die gesamte Baustelle verlassen. Hier sieht man es eindeutig, die Lore, die Gleise, es liegt alles noch da, es wurde nichts vernichtet, nichts weggeräumt, keine Baumaterialien evakuiert. Es muss einer Flucht geglichen haben, diese Baustelle zu verlassen, bevor der Amerikaner kam. Mhm. Ja, also in der Tat, es ist wirklich noch viel da, die Schienen sieht man noch, die Lore steht noch da, Luftrohre. Und dann haben wir hier noch eine Weiche auf dem Boden liegen. Für die Loren und Waggons oder was man auch hier gemacht hat. Holz liegt da noch. Jede Menge Schrott aus dem Bau, ne? Also Bauschrott tatsächlich. Und dann wieder dieser große
Stollen. Also hier haben wir jetzt auch wieder den Beton, der ist schon, steht schon leicht schräg, diese Betonwand. Wieder diesen, ja, groben Beton. Und er ist auch in Gänze schwarz. Und auch was dahinter ist, ist schwarz. Ne? Also wir können ja hinter gucken. Es ist alles schwarz. Es ist alles verrußt. Die Sachen, die auf dem Boden liegen, da wo die Menschen drüber laufen, hier, das ist hell. Das ist ja schon Sand. So, und der Rest ist tiefschwarz. Also dieser Ruß oder dieser Rauch, der ist in jede Ritze dieser Anlage reingezogen tatsächlich. Und was hier auf dem Boden wieder liegt, der Kalksandstein, der von oben abgebrochen ist, also ein Verbruch, ja, im Rahmen der Sprengungsarbeiten oder vielleicht auch im Nachhinein, ist hell. Ja, und auch da der Beton ist hell, was rausgebrochen ist. Und der Rest ist wiederum tiefschwarz. So, hier haben wir wieder einen versprengten Zugang bzw. Ausgang. Wir befinden uns ja in der Anlage. Und das ist jetzt Stollen Nummer 11, richtig? Genau, das ist Stollen Nummer 11. Das ist Stollen Nummer 11. Im Prinzip sieht der auch wieder ähnlich aus. Wir haben, das ist immer ganz, ganz gleich aufgebaut. Es geht ein Stück nach hinten, Ende und ein Querstollen, wo wir uns quasi bewegen, von links nach rechts, wo die Stollen untereinander mit verbunden sind. Bitte. So, wir befinden uns jetzt hier bei der dritten Schicht von den Querstollen. Ganz vorne gab es Querstollen, die haben sie aber nach dem Krieg weggesprengt, die Russen. Mhm. Durch den zweiten Querstollen, der von 6 bis 12 durchgeht, haben wir ja das System bis jetzt begangen. Ja. Und weiter hinten sollte dann die dritte Schicht Querstollen anfangen. Man muss sich so vorstellen, wie eine Leiter ist das alles aufgebaut, mhm, wie ein Leiternsystem. Und hier ist nun eindeutig zu sehen, der Vortrieb hat hier auch wieder aufgehört. Aber hier ist der Vortrieb wesentlich tiefer als in den anderen. Ne? Genau, wir sind jetzt in 12, oder ist 11, 11, 11, ne? Stollen 11, ja. Hier unten sieht man wieder die Schiene, Bahnschiene, ja, mit Schwellen sogar, ja, noch dran. Und hier ging es dann schon in die Richtung rechts und links, um die dritte Ebene Querstollen, ja, zu tragen. Also hier wurde quasi der Querstollen wieder in beide Richtungen hätte vorgetrieben, genau, werden sollen, um die Stollen miteinander zu verbinden. Ja. So wird es wohl gedacht gewesen sein. Ja. Oh, da ist aber schon ein Durchbruch drin, ne? In den anderen Stollen. 12. Ach, da sind wir dann schon in der 12 tatsächlich. Aber eh, wenn wir da durchkriechen, würde ich wieder vorne rum. Ja, ja, wir laufen vorne rum. Also hier ist schon, ihr seht mal, dass diese Stollen nicht weit auseinander liegen. Weil hier sind wir schon in der 12, der Durchbruch ist da. Ist der im Krieg noch gemacht worden? Wahrscheinlich nach dem Krieg, ne? Wahrscheinlich nach dem Krieg haben die Russen. Ja. Durchgebrucht. Also da ist Stollen Nummer 12 hinter. Da gehen wir jetzt mal hin. So, jetzt sind wir in Stollen 12 angekommen. Hier ist auch Ende. Also wir sind in 7 Reihen, nee, in 6 Reihen, ne? In 6 Reihen, also wir haben jetzt 6 Stollen durch. So, und das ist der Endstollen. Da geht es wieder Richtung Ausgang, Versprengung. Und da hinten geht es wieder, also es ist wirklich eine große Halle. Und da hinten geht es wieder hin, hier ist auch schon wieder betoniert. Links wie rechts, es ist Beton ohne Armierung tatsächlich. Da oben ist wieder Verbruch. Und das ist der Durchgang. Und den gucken wir uns jetzt mal an, ob wir den Seitengang finden können. Wahrscheinlich die Russen reingehämmert haben, weil es sehr hohl war, mhm, und man immer wieder dahinter was vermutete. Ja. Hier sieht man auch schön, wie der Beton gegossen wurde. Also das ist ja nochmal draufgesetzt, ja, ja, worden, auf Schicht, genau. Und wie gesagt, hier kann man auch sehen, hier ist keinerlei Armierung drin. Also hier ist kein, das bröckelt einfach ab. Und dahinter ist wieder der nackte Fels. Ne? So, und warum das wirklich nachträglich gemacht wurde? Hier ist nicht schwarz, hier ist kein Ruß. Das heißt, das war abgedeckt, hier ist noch schwarz alles und da drin nicht. Das heißt, es ist nach dem Krieg entstanden, weil bis dahin kam der Ruß gar nicht erst rein. Das ist auch wieder so ein Loch, also da hat man auch wieder geguckt, ob da irgendwas hinter sein könnte, hinter diesem Stahl, hinter diesem Beton.
Also hier hat es auch ganz runter gekracht. Das hat wahrscheinlich nicht gehalten, weil die Armierung halt fehlt. Ja, ja, da war wieder ein bisschen dicker ist, haben die den Beton einfach dünner gemacht, exakt. Ja, ja, da kommt es durch. Ja. Ja. Ja, ja, das ist. Und alles wieder schwarz natürlich. Und jetzt links möchte ich behaupten, dass das der Durchgang ist. Ja, das ist verstorzt, ne? Ja. Da sieht man, haben sie die Löcher gelassen. Also hier wurde, da war auch Holz drin, war ja noch verschalt. Die Verschalung ist noch drin und teilweise ist noch Holz drin. Ne? Das ist Verschalung und das ist Holz. Ne? Also wäre ja wirklich mal interessant herauszufinden, was hier tatsächlich damals im Jahre 1944 geplant wurde, vielleicht schon im Jahr 43, was hier hätte reingesollt. So, und hier ist das Loch, wo wir eben oben standen. Der Querstollen, der aber nie fertig geworden ist. Man sieht hier noch sehr gut die Sprenglöcher. Das sind Sprenglöcher. Da sollte wahrscheinlich noch eine Sprengung gemacht werden, dann wäre man hier durch gewesen. Aber dazu kam es dann nicht mehr. Ja, und das ist nachträglich gemacht. Man sieht ja auch, dass da teilweise auch, obwohl das auch abgeriffelt sein könnte, weil da Leute durch sind, ne? Also der Ruß weg. Ja, wie sie reingebohrt haben, ne? So, das ist ein Bohrloch. Schräg rein und da kam dann Sprengmittel rein. Und dann hat man das quasi alles rausgesprengt hier. Und dann haben wir hier wieder ein Stück Beton, links wie rechts. Wobei ich mittlerweile ein bisschen nicht frage, ob sie das wirklich gesprengt haben oder einfach nur irgendwie mit was anderem getroffen. Hydraulik irgendwas, ne? Dass man das raus. Ja, gut. Weil wenn du jetzt hier Sprengstoff reingemacht hättest, müsstest du das Ding nicht mehr sehen. Ja, das ist richtig. Vielleicht war das nicht breit genug und man hat das versucht rauszustemmen. Ja. Ne? Das kann natürlich auch sein. Das ist richtig. Wenn das Sprengstoff wäre, das wäre weggebrochen. Weggesprengt alles. Aber hier geht es noch mal ein Stück tiefer rein als im Stollen Nummer 11. Ne? Ach so, geht noch weiter. Das sollte dann vom Stollen 12 zum Stollen 14 rübergehen. Mhm. Ja, hier ist das Ende und hier sieht man wieder Schienen und es geht tatsächlich noch rechts rum und es geht noch weiter. Also hier liegt noch die Schiene auf dem Boden und da hinten ist dann Ende, richtig? Und da sollte es zu Stollen 14 gehen, korrekt? Jawohl. Und die 13 sollte irgendwann auch aufschließen hierhin. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Es gibt ja keine Pläne dazu. Ja, Bohrlöcher sind auch noch drin. Also man sieht hier eindeutig, man wollte weiter vortreiben. Und was man hier nicht hat, die Wände sind nicht schwarz und die Decken auch nicht. Also in dem Bereich ist nichts schwarz, komischerweise. Am besten. Ich komme dann hoch. Geht das so? Also ich mache Licht aus. Weniger Gegenlicht. So. Oh, direkt in die Sonne reingeguckt. Und raus hier. So, wieder an der Oberfläche. Sowas ist nie leicht. Als Dokumentarfilmer muss man sich immer mal wieder durch Engstellen zwängen. Es geht spannend weiter.
Ich untersuche mysteriöse Orte und führe unglaubliche Gespräche mit Anwohnern. Liegen hier im Jonastal wirklich noch deutsche Atombomben aus dem Zweiten Weltkrieg? Schaltet auch demnächst wieder ein, auf der Suche nach dem Geheimnis Jonastal. Unter unseren Füßen lagern die deutschen Atombomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist ausgearbeitet. Ja, es sieht genauso aus wie die anderen Stollen, richtig? Tief künstlich aufgeschüttetes Plateau. Es ist, sehr eben. Gerade, ne? Alles ja. Schön. Wir liefern keine 5 Meter weiter und kommen zu diesem Ding, was baugleich ist mit dem. Läuft hier oberhalb weiter. Dann haben wir mitten im Wald hier dieses Bauwerk. Offensichtlich wie ein Kanal gemacht. 13. Es steigt aber bei 77 und er steigt 82. Und umso weiter ich gehe und ein bisschen mal an die Wand ran, an den Boden. Es versuchen Spezialisten, Stolleneingänge freizulegen, hinter denen sie das letzte Führerhauptquartier Adolf Hitlers vermuten. Und daraufhin haben die Genehmigung bekommen, alles unter falschem Namen. Das hat keiner nachgeprüft, falschen Adressen. Dann hat man hier gebohrt. Wie lange wurde hier gebohrt? Wie lange waren die Arbeiten? Der Kenntnisstand ist von unterirdischen Bauwerken aus, also die sich tatsächlich unter unseren Füßen befinden könnten. Ja, davon geht man aus. So haben wir es gelesen. Und die ist jetzt gerade niedrig. Also hier geht es doch schon.